Auch wenn die Magdeburger Elbeschiffer seit einigen Jahren auf der Suche nach einem neuen Domizil sind, die gute Laune lassen sie sich dadurch nicht verderben. Seit 20 Jahren gibt es den Verein mittlerweile. Gefeiert wurde das Jubiläum auf der Sachsen-Anhalt. Allerdings stach man nicht in See oder besser in die Elbe, sondern blieb am Petriförder. An Bord begrüßte für den erkrankten ersten Vorsitzenden Helmut Schulz diesmal Heinz Gericke die Vereinsmitglieder und Gäste. Er machte dabei auch gleich auf das größte Problem aufmerksam. Seit dem Auszug aus der Württemberg verfügen die Schiffer über keine vereinseigenen Räume mehr. Was dazu führt, dass sie auch ihre vielen Exponate aus dem Bereich der Elbschifffahrt nicht ausstellen können. Aber, so deutete es Rüdiger Koch in seinem Gastbeitrag an, vielleicht gibt es ja in naher Zukunft eine Lösung. Mein Vater ist in Salzwedel groß geworden, also an der Jeetze und an der Dumme. Ich weiß, das ist nicht mit der Elbe zu vergleichen, aber ein bisschen Wasser auch. Und ich selbst bin in Rendsburg geboren, das heißt am Nord-Ostsee-Kanal. Und die ersten Erinnerungen, die ich habe, waren die Erinnerungen von den Typhonen, die man so im Nebel gehört hat. Da war ich so vielleicht 1, 2, 3 Jahre alt. Und die ersten Spaziergänge meiner Eltern waren nach Ostsee, die großen Schiffe zu erleben und dann mit dem Lotsenboot, Lotsenstation Rendsburg, da ranzufahren. Und das war wie Häuser, wenn man da hochgefahren ist. Und ich war dem Wasser immer verbunden. Heute bin ich auch Verbindungsbeamter, wie es so schön heißt, für die Korvette. Wir hatten ja neulich den Marineball, wie Sie vielleicht wissen. Und ich hatte vor einigen Wochen die Gelegenheit, als Erster mit meiner Frau auf der Korvette auch mal zu übernachten. Wir waren Gäste auf der Korvette und wir durften beim Sanitätsoffizier dessen Kajüte benutzen. Das war richtig toll, ein tolles Erlebnis. Ich würde sagen, viel besser als in einem 5-Sterne-Restaurant zu übernachten. Das hatte wirklich Format. Ich weiß, Sie haben auch ein kleines Problem noch mit der Unterkunft. Das heißt, Ihnen fehlt ein Vereinsheim oder Vereinswohnung. Und wir haben eben verabredet, dass wir gemeinsam versuchen wollen, noch mit Freunden etwas Geeignetes zu finden, dass Sie auch wirklich eine Heimstatt haben, wo Sie sich treffen können und sozialen Austausch betreiben können. Unter den Gästen waren auch viele Mitglieder befreundeter Vereine, zum Beispiel aus Aachen, Roßlau und Hannover. Verdienstvolle Mitglieder der ersten Stunde wurden mit kleinen maritimen Präsenten geehrt. Und der Rest des Abends gehörte dem gemütlichen Zusammensein und Klönen. Und da wurde natürlich auch über die Höhepunkte in 20 Jahren Vereinsgeschichte geredet. Ja, wie vorhin in meiner Rede schon erwähnt, auf jeden Fall diese Übernahme der Württemberg und für die Württemberg dann das Aufbau einer guten Ausstellung und Versorgung unserer Leute im Vereinszimmer und alle unsere Gäste mit Führungen gut bedient, sodass unser Württemberg und unser Verein damit nicht bloß in Deutschland, sondern europaweit, wir hatten Gäste aus Frankreich, aus der Schweiz, hier sehr bekannt gemacht wurde. Und das dann inklusive der einzelnen Teilnahmen an Sachsen-Anhalt-Tagen und so weiter. Wir haben da doch sehr viel auf die Beine stellen können. Wie viele Vereinsmitglieder hat der Verein jetzt momentan eigentlich? Naja, wir sind jetzt noch ein bisschen weniger geworden. Das Alter schlägt zu und es fehlt, wie schon erwähnt, das Vereinszimmer momentan. Wir sind jetzt noch so knapp 30 Leute. Gibt es überhaupt eine Chance, dass mal jüngeres Blut in den Verein reinkommt? Die ersten noch fahrenden Kollegen haben wir leider heute nicht alle hier, weil die müssen natürlich frei haben. Heute ist es glücklicherweise in der Schifffahrt so, dass wir Schichtdienste haben, dass die an bestimmten Zeiten zu Hause sind. Da hinten sitzt ein Kollege von uns, der Jüngste, den wir mit haben, dessen Schiff liegt zufällig gerade in Magdeburg. Der konnte heute hier daran teilnehmen. Wie alt ist der? Der ist nur auch schon knapp 40. Was werden so die nächsten Vorhaben sein, die Sie sich so für die Zukunft jetzt vorgenommen haben? Ja, auf jeden Fall den Verein versuchen weiterzuführen. Wenn wir da eine ordentliche Unterkunft bekommen, dann läuft das auch wieder besser. Da hapert es momentan dran, auch junge Leute hereinzukriegen. Wir hätten auch gerne
mit der Schifffahrt interessierte jüngere Kollegen, die hier mit teilnehmen. Aber man braucht eine Anlaufstelle für diese. Das ist nur so, eine Versammlung zu machen, das wird nicht viel. Ohne dass man eine Zusammenkunft organisieren kann außerhalb von Versammlungen, ist momentan sehr schlecht. Wir arbeiten aber sehr eng auch mit dem historischen Verein für den Hafen zusammen und sind auch auf der Gustav Zeuner präsent und hoffen, dass jetzt bald mal hier in Magdeburg am Elbekreuz die Informationssache in Gange kommt, sodass wir da auch mit Ausstellungen präsent werden. Denn wir haben noch eine ganze Menge, was wir zeigen können, aber wir brauchen Platz dazu. Da hat ja Dr. Koch auch so ein bisschen Andeutung gemacht, dass er da unterstützend eingreifen will. Das war heute sehr erfreulich, das zu hören. Und wir sind in engem Kontakt mit ihm. Und wir hoffen und drücken uns die Daumen und der Stadt Magdeburg, dass das dann auch in absehbarer Zukunft noch machbar wird. Einen herzlichen Gruß gab es aus Hannover. Was verbindet Niedersachsen mit den Magdeburger Schiffern? Ja, ganz einfach. Ich bin ja nicht aktiver Schiffer, sondern an Land tätig für die Niedersächsische Verfrachtungsgesellschaft. Wir sind eine Binnenreederei mit eigenen Binnenschiffen und haben natürlich seit der Wende auch Verkehre von und nach Sachsen-Anhalt. Und ich denke, wenn man hier tätig ist, dann hat man automatisch auch Kontakt zu den Schifffahrtskollegen hier. Und daraus hat sich eigentlich eine Freundschaft auch hier zu Ingo Klinder entwickelt und dann lebt sowas einfach. 1929 gegründet und einfach wahrscheinlich damals als Jux und Tollerei, die Leute waren eingefroren, sie kamen nicht vom Fleck und was macht man da? Man pflegt die Geselligkeit. Denn Hannover selbst hat ja nun im Gegensatz zu Magdeburg keine Schifffahrtstradition. Hannover ist erst 1916 mit dem Bau des Mittellandkanals wieder Hafenstadt geworden. Die Leine, das ist ja kein Thema. Aber es gibt jetzt in Hannover sicherlich auch eine entsprechende Handelsflotte, ja? Wir sind eigentlich die Einzigen. Wir sind 1917 gegründet worden, die NVG, als eben das Schifffahrtsunternehmen in Hannover, damals mit ganz vielen Gesellschaftern, die alle irgendwo mit Schifffahrt zu tun haben wollten. Man hat sich gefreut, man hat diesen Kanal und nun muss der mit Leben erfüllt werden und hat diese Gesellschaft gegründet. Und seither haben wir unseren Firmensitz in Hannover mit eigenen Binnenschiffen. Die Weiße Flotte Magdeburg war gerne Gastgeber des Jubiläums. Naja, es ist auch völlig klar, dass wir als Weiße Flotte den Elbschifferverein unterstützen bei seiner Feier zum 20-jährigen Jubiläum. Und die haben ja nun genügend durchgemacht mit der Württemberg, kann man so sagen. Und es wäre nun jammerschade, wenn sich keiner bereit findet, sie zu unterstützen. Selbstverständlich sind sie bei uns gut aufgehoben. Und Schiffer sind Schiffer, die helfen sich gegenseitig sozusagen wie die Flieger hoch. Ja, muss ja so sein. Ne? Also ich sag mal, wenn die nicht mehr zusammenhalten, was soll denn noch kommen? Na hoffentlich die nächsten 20 Jahre Magdeburger Elbe-Schifferverein.